Dann gerne. Ich kenne sie schon fahren, aber wenn du willst, dann kannst du gerne. Danke, danke. Tschüssi. Schreib mir, wenn du gut zu Hause angekommen bist. Ich habe keine Ahnung, was mich heute erwartet. Ich muss auf jeden Fall für einen kleinen Dreh ein, auf den es klackt. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Mach einen kleinen Bock und hoffe, ich kriege ein paar ganz gute Aufnahmen. Nehme ich einfach mit. Eventuell auch für unseren YouTube-Kanal, je nachdem, muss man gucken. Wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Plan, was mich erwartet. Ich habe nur grob mit Heiko, also dem Boss von Kleck, darüber geredet. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg dahin. Habe auf jeden Fall richtig Bock und wie gesagt, ich nehme euch einfach mit. Und ja, jeden Moment, glaube ich, werde ich schaffen. Ich bin jetzt in London sicher gelandet und treffe mich jetzt dann gleich mit Heiko. Ich muss nur noch einen Terminal-Switch machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr öfters Bock habt auf Vlogs, denn mir persönlich machen Vlogs halt am meisten Spaß. Finde ich sie am geilsten, am lockersten und das Schneiden macht mir auch am meisten Spaß. Deswegen schreibt das mal in die Kommentare und ja, ich melde mich wieder, wenn es irgendwas Interessantes gibt. Eine Sache muss ich sagen, es ist noch ungewohnt, so vor der Kamera zu reden und irgendwie rumzulaufen, wenn die Leute sind, aber man gewöhnt sich dran. Ist auf jeden Fall ganz geil. Leute, ich bin jetzt hier bei den Crab Protect Kleck Headquarters in London. Für die Leute, die es immer noch nicht wissen, wir arbeiten ja mit Kleck zusammen, schon seit etwas längerer Zeit sogar. Und die haben ein Headquarter in London, aber auch eins noch in Köln. Wir strukturieren das Ganze jetzt ein bisschen um nach London, aber grundsätzlich ist Kleck eine deutsche oder ein deutsches Unternehmen. Und ich gehe jetzt mal rein und zeige mal so ein bisschen, was da drin ist. Denn da sind auf jeden Fall ein paar ganz geile Schuhe drin und ja, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir checken das Ganze einfach mal aus.
Also hier ist jetzt nicht wirklich viel, ist einfach so ein Eingangsbereich, aber hier ist halt, glaube ich, nie wirklich so Action. Unten ist viel für Crap und sowas, da ist aber nicht so viel Zeug, es sind halt ein paar Büros, deswegen würde ich sagen, gehe ich einfach mal nach oben und zeige euch, was da abgeht. Hier ist halt auch noch MyWhip, das gehört auch zu Crap sozusagen von den Gründern, deswegen nicht wundern. All das hier oben, was man sieht, ist nicht das Lager, so die Schuhe, die hier hinten stehen, sondern das ist einfach nur Büroraum. Nur mal so hier am Rande. Hier haben wir einmal den Travis Scott Logo. Ganz cool eigentlich, aber wenn man hier guckt, nichts Besonderes. Da drunter haben wir den 4er Eminem. Und den gibt es nur 10-mal auf der ganzen Welt und aus dem Grunde kostet das gute Ding 30.000 Euro. Und der wird tatsächlich getragen. Und ebenfalls in dieser Wand ist noch ein Red October. Ein Yeezy, für die Leute, die es nicht wissen. Der kam tatsächlich in der Colaro mit Kanye West. Kostet auch gut 6k. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame. I just switched the lanes, damn, he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffee. So, und hier in diesem Studio haben wir eben auch das Video aufgenommen. Und ey Leute, das ist halt krank. Hier stehen halt erstmal einfach geile Schuhe. Moment. Auf dem Boden einfach ein UNC Off-White Air Force One. Unnormal krank, sieht unnormal geil aus, würde ich gerne haben. Steht hier halt einfach auf dem Boden, deswegen stelle ich den zurück auf den Boden. Dann halt auch wieder so ein weiteres Regal mit ganz, ganz vielen kranken Schuhen. Ups. Und das für die Leute, die mich auf Instagram abonniert haben, wissen Bescheid schon. Fuck, wo sind sie? Ach da. Was krank ist, ey. Hier steht überall diese ganzen Crap Protect Sachen. Stehen hier überall rum und überall liegt irgendwie ein Stuff rum. Das ist einfach solche Crap-Bags. Aber krank, Alter. Ich hätte Bock, hier ein bisschen länger zu chillen, ein bisschen mehr zu filmen, ein paar Videos zu machen und so weiter und so fort. Aber so viel Zeit ist leider nicht. Oben wollte ich jetzt nicht so viel reden, weil da ist halt das Büro und ich wollte nicht jetzt so laut reden, wenn da halt eben Action im Büro ist. Aber ich denke mal, ich habe euch trotzdem gut was gezeigt. Und ja, hier ist eben das Studio. Nochmal der 1er in High. Ist sogar meine Größe. Will ich unnormal gerne haben. Also jetzt mitnehmen zum Tragen, aber kann ich leider nicht. Und hier die komplette Crap Protect Palette. I just wanna win. LA BB, who we running with. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of being dope, he just napping. So Leute, ich bin jetzt zurück am Flughafen. Ich habe nicht mehr so viel gefilmt. Ich werde jetzt aber auch meine Kamera wegpacken, weil ich bin mega müde und ich habe hier mit meinem Rucksack und noch den Karton ein bisschen zu viel zu tragen. Und deswegen, ich zeige euch, wenn ich zu Hause bin, was drin war und ich weiß nicht, nee, ich bin ja noch nicht das Video hier. Ich bin jetzt einfach zu Hause, wenn ich zu Hause bin und packe jetzt aber erstmal meine Kamera weg und mache mich gespannt auf den Weg nach Hause. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Sorry, dass ich den Vlog an der einen Stelle so abrupt abgebrochen habe, aber ich war unfassbar müde und ich konnte einfach nicht mehr filmen. Es ist jetzt auch schon eine ganze Weile später. Das liegt einfach daran, da wir mit Kleck zu den 45.000 Abonnenten ein kleines Giveaway machen wollten und euch einen Rabattcode geben wollten. Und darauf wollte ich warten und fand, das war dann ein perfekter Anlass, das Ganze dann zusammen zu machen und dann eben mit dem abschließenden Wort euch noch einen kleinen Schuh geben zu können, beziehungsweise einen Rabattcode. Vorab möchte ich mich aber erstmal an Kleck bedanken. Das war ein mega
geiler Tag da in London. Es hat echt richtig Spaß gemacht und es war echt mal mega cool, hinter den Kulissen zu gucken, wie das Ganze da so abläuft, was die immer so machen, um sozusagen Kleck immer auf den neuesten Stand zu haben, wie die eben, keine Ahnung, mit den neuesten Schuhen umgehen und so weiter und so fort. Und es war halt echt einfach chillig, dort zu sein. Außerdem habe ich ja auch noch für deren YouTube-Channel ein Video gemacht, was dann auch auf der Kleck-Webseite zu sehen ist. Das bedeutet, wenn euch das interessiert und wenn ihr uns als Hypekicks auf der Kleck-Webseite sehen wollt, dann checkt es auf jeden Fall aus. Ich werde euch auf jeden Fall darüber Bescheid geben lassen. Das Ganze war so ein Fake-Legend-Check mit dem Nike Sakai LD Waffle. Das heißt, wenn ihr euch das sehen wollt, dann guckt es euch auf jeden Fall an. War mega lustig, ist ein mega gutes Video wahrscheinlich geworden und ich freue mich auch schon, wenn das Video kommt. Noch ein paar Worte aber so an sich zu Kleck. Ich bin echt froh, dass wir mit denen verpartnert sind, denn meiner Meinung nach ist es wirklich die beste Resale-Plattform, die es auf dem Markt gibt. Jetzt sagen viele wahrscheinlich, ja, aber StockX ist doch besser und die haben noch mehr Templates und mehr Sachen und einfach viel besser und sowas und so weiter und so fort. Leute, wartet ab. Es wird jetzt in den kommenden paar Tagen wahrscheinlich sogar schon echt mega geile Sachen auf Kleck kommen, denn die sind schon am Ausprobieren von vielen Sachen und ich teaser das Ganze mal nur so an. Ich will noch nicht hundertprozentig genau sagen, was kommt, denn die wollen es perfekt machen, wenn sie das Ganze launchen. Aber sie testen es schon und es wird auf jeden Fall sehr krass kommen und spätestens, wenn es soweit ist, dann ist einfach Kleck die beste Plattform, die es gibt, denn was ihr zum Beispiel Kleck schon hat, Kleck hat keine Zölle und sowas in Europa. Das bedeutet einfach, die Preise sind schon viel, viel geringer. Weil wenn ihr von StockX was bestellt, dann kommt noch immer Zoll drauf. Das haben die jetzt auch bekannt gegeben, deswegen die Preise einfach unfassbar hoch sind. Außerdem haben sie zum Beispiel versicherten Versand. Bei StockX ist es so, wenn das Paket verloren geht, ist es als Verkäufer deine Schuld. Da haftet StockX nicht dafür, das hat Kleck auch. Was zum Beispiel dann Kleck auch hat, ist Express-Shipping. Und Kleck hat jetzt auch die Kleck.com-Domain. Das bedeutet nicht mehr die Kleck.in, sondern die Kleck.com. Was auf jeden Fall auch mega cool ist, dann findet ihr sie noch einfacher an Internet. Und ja, wie gesagt, Leute, wartet einfach ab. Wenn diese ganzen Updates reinkommen, dann wird halt einfach Kleck StockX um Welten, meiner Meinung nach, überholen. Zumindest in Europa. Amerika ist halt nochmal ein anderer Bereich, aber auf jeden Fall in Europa. Und es werden auch definitiv viel, viel mehr Leute noch auf Kleck dann am Ende ihre Schuhe verkaufen. Eine Sache wollte ich noch sagen, es kommt eine neue Android-App und es kommen noch mehrere Updates für die iOS-App, damit das Ganze auch noch weiter und besser läuft. Das bedeutet, es kommt auf jeden Fall echt viel, viel Cooles auf euch zu. Jetzt aber zum Giveaway. Und zwar hat Kleck uns zu den 45.000 Abonnenten einen Schuh zur Verfügung gestellt und einen Rabattcode. Kommen wir aber erstmal zu dem Schuh. Vorab einmal vielen, vielen Dank für euren krassen Support. 45.000 Abonnenten ist echt schon mega, mega viel. Und ich bin einfach so dankbar, wie krass ihr uns in der letzten Zeit unterstützt. Auch Kleck in der letzten Zeit unterstützt ihr mega. Also so viele Sales, wie durch unsere Links reingehen, ist halt echt unfassbar krass. Auf jeden Fall einmal zu den Schuhen. Das ist ein Adidas Yeezy Boost 350 V2 in dem Zebra Colorway. Seine Schuhgröße 43 1/3. Falls euch der nicht passt, könnt ihr trotzdem teilnehmen. Dann könnt ihr halt mit dem Schuh machen, was ihr wollt. Auf jeden Fall wollten wir euch einen Schuh zur Verfügung stellen. Und das ist eben dieser Schuh. Was ihr machen müsst, um den Schuh zu gewinnen, ist einmal uns logischerweise auf YouTube zu abonnieren, das Video zu liken und die Glocke anzustellen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr uns das, falls ihr gewonnen habt, dann eben per Screenshot schicken. Und ihr müsst euch einen Kleck-Account erstellen, dann, wenn ihr euch den Account erstellt habt und gewonnen habt, dann schickt dann eben einen Screenshot, dass ihr es habt oder gebt uns die E-Mail-Adresse und wir checken das eben. Und zu guter Letzt müsst ihr noch Olli2 und mich auf Instagram abonnieren. Wir werden auch einen Post dazu auf Instagram hochladen. Da müsst ihr dann eben nochmal das Bild liken und zwei Freunde markieren. Und dann habt ihr, wie gesagt, die Chance, den Schuh hier zu gewinnen. Und der Rabattcode lautet HYPE45. Mit dem Code kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte, die es auf der ganzen Website geht. Der Code geht bis zum 10.09. Das bedeutet, seid auf jeden Fall schnell. Und damit kriegt ihr, wie gesagt, 10% auf alles. Und Leute, das ist echt viel. Wir verdienen nämlich in der Zeit, wo dieser Code läuft, gar nichts, da unsere Provision sozusagen ausgestellt wird. Weil sonst würde Kleck halt nur noch Minus machen. Denn die machen so schon eigentlich, glaube ich, nur Minus, wenn die einen 10% Code liefern. Das bedeutet, seid auf jeden Fall dankbar und nutzt es. Das ist definitiv nichts Normales. Und ich würde sagen, der Schuh ist auf jeden Fall ganz geil, um ihn ja an euch zu geben. Und ihr könnt ihn halt notfalls verkaufen, falls er euch nicht passt. Und wie gesagt, was ihr damit machen wollt, ist dann eben eure Sache. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Danke auf jeden Fall nochmal an Kleck und an euch für die 45.000 Abonnenten. Und dass ihr uns das alles halt auch möglich macht, dass wir ganz entspannt nach London fahren können und die da eben besuchen können. Das wäre nämlich ohne euch nicht möglich. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es uns auf jeden Fall mit einem Like und schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls wir öfters Vlogs machen sollen und öfters mal mit Kleck was machen sollen, dann schreibt das Ganze eben auch auf jeden Fall in die Kommentare, damit Heiko sieht, dass ihr eben Bock habt, dass wir noch mehr mit Kleck machen können. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf YouTube eben abonniert und die Glocke anschaltet. Das bedeutet, falls ihr neu seid,
auf diesen Kanal, dann herzlich willkommen. Und ich würde mich noch extrem freuen, wenn ihr einfach mal jetzt unten in die Beschreibung geht und den Link zu Kleck auscheckt. Denn, wie gesagt, das sind unsere Partner. Wir sind mega froh, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir machen mit denen ein Giveaway und haben einen 10% Rabattcode. Deswegen checkt auf jeden Fall mal die Links unten in der Beschreibung aus. Geht auf Collect und kauft euch am besten einen Schuh. Und ich würde mich noch freuen, wenn ihr uns alle auf Instagram auscheckt. Müsst ihr wahrscheinlich eh machen. Und ich würde sagen, das ist jetzt endgültig mit dem Video. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.